mein Name ist Daniel Neubecker, ich bin Lehrer und Schulleiter hier an der Schule für Gesundheitsberufe in Perleberg. In der Tagespresse und auch in der Fachpresse wurde in der letzten Zeit darüber berichtet, dass nicht alle Ausbildungsplätze in der Pflege besetzt sind und dass es auch deutschlandweit eine Abbrecherquote von ca. 30% in der Pflege gibt. Und Kollegen meinten dann, dass wir dazu auch mal Stellung nehmen sollten, weil das bei uns anders ist. Die Pflegeschulen im Land Brandenburg haben eine durchschnittliche Auslastung von 83%. Wir als Schule in Perleberg haben eine Auslastung von 98%, also können unsere Ausbildungsplätze sehr gut besetzen. Und auch entgegen dem Trend, das wurde auch berichtet, dass Ausbildungsplätze in der Pflege rückläufig sind, haben wir sogar im letzten Jahr eine Klasse zusätzlich aufgemacht, haben also zusätzliche Ausbildungsplätze in der Pflege geschaffen. Bei uns in der Schule ist es so, dass wir nicht eine durchschnittliche Abbrecherquote von 30% haben, sondern wir liegen bei maximal 15%, also sind auch da besser als der Bundesschnitt. Die meisten Ausbildungsplätze an unserer Schule sind besetzt mit Schülern des Kreiskrankenhauses in Perleberg. Wir bilden aber auch für andere Kooperationspartner aus, die halt ortsansässig sind, wie zum Beispiel DHK, AWO, evangelische Seniorenpflegezentren oder halt auch für Seniorenpflegezentren, die in privater Trägerschaft sind. Was uns auszeichnet als Schule ist, dass wir sehr eng mit unseren Kooperationspartnern zusammenarbeiten und die Schüler auch sehr eng in der Praxis begleiten. Wir freuen uns sehr, dass wir vielen Interessenten eine Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann ermöglichen können. Und zum neuen Ausbildungsstart ab 1.10.21 sagt Frau Lemke als Kursleitung jetzt mehr. Ja, ich bin Jacqueline Lemke. Ich bin hier die neue Kursleiterin unseres Kurses PF 2021 und wir haben am 1. Oktober unsere Ausbildung hier gestartet. Unser Kurs ist somit der dritte generalistische Kurs, der bei uns seitdem die Reform der generalistischen Berufsausbildung vonstatten geht, hier startet. Und in dem Kurs befinden sich 27 Schülerinnen und Schüler. Davon sind 5 Schüler, also männliche, dabei. Und insgesamt kann man sagen, dass wir 21 krankenhauseigene Schüler haben. Das bedeutet, dass die über das Krankenhaus bzw. über die Unternehmensgruppe vom Krankenhaus angestellt sind. Und 6 weitere Schüler haben ihren Ausbildungsvertrag bei externen Kooperationspartnern unterschrieben und werden somit hier in der Schule von uns theoretisch beschult. Die generalistische Pflegeausbildung zeichnet sich dadurch aus, dass wir pflegerisch gesehen in allen Altersgruppen unterwegs sind und auch alle pflegerischen Settings abbilden. Und zwar sind wir in der stationären Langzeitpflege unterwegs, in der ambulanten Pflege, in der stationären Akutpflege, im psychiatrischen Bereich und auch im pädiatrischen, sprich Kinderbereich. Das ist quasi eine Besonderheit und zeichnet die Berufsausbildung nochmal aus. Wichtig für die nächsten Bewerber zu wissen ist vielleicht, dass wir nächstes Jahr mit 2 Kursen in die Ausbildung starten, und zwar im April 2022 und im Oktober 2022. Und auch dort laufen die Bewerberverfahren schon und wir würden uns sehr über Ihre Bewerbung freuen.